Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Show PewDiePie's Minecraft Welt. Heute mal wieder mit einer Special-Folge. Ihr seht, ich habe Optifine in der 1.13.2 installiert. Ja, das liegt einfach daran, weil wir heute mal wieder eine Special-Version spielen und das ist halt in der 1.13.2 bzw. 1.13.1 eigentlich, aber ich habe es jetzt einfach mal in die neueste 1.13er-Version gepatcht. Ja, ich denke, das sollte trotzdem funktionieren. Normalerweise, das sind ja nur so Patch-Updates, die machen normalerweise keine Probleme. Wir gehen mal in den Vollbild-Modus. Ist das laut, Digga? Okay, jetzt passt's. Let's go. Ja, wir spielen heute Time to Time. Das ist irgendeine Adventure-Map. Ich weiß, was ich tue. Let's go. Ja. Ja, mal gucken, wie diese Map so ist. Und hier oben, dieses dumme Mikrofonzeichen geht einem auf den Sack. Das kommt mal weg. Das nervt. So. Ja, wir sind nun in der Map. Auf was spielen wir? Friedlich. Okay, ja, wir haben hier, wir legen uns mal schlafen, wir legen mal aus das Spawnpoint fest. Ja, das ist eine Adventure-Map. Was hier genau passiert, weiß ich nicht. Wir testen es einfach mal. Was macht der Schalter? Aua! Ja, okay, der schaltet hier sowas frei. Dann haben wir hier so ein Lichtgedöns. Okay. Hier haben wir dafür nur zwei Schalter. Okay. Okay. Grafikeinstellung haben wir. Ach, 60 haben wir eingestellt. Okay. Do not use time if you're here. Gehen wir hier drauf. Was passiert, wenn ich hier drauf gehe? Okay. Gehen wir hier rein. What happened? What? Okay. Wir wurden teleportiert. Okay. Wo sind wir hier? Gehen wir mal hier raus. Da sollten wir, glaube ich, nicht reinfallen, oder? Achso, Trümmer. Ja, keine Ahnung. Wo sind wir hier? In irgendeiner komischen Map. Okay, wir scheinen wohl im Adventure-Mode zu sein. Das heißt, wir können hier nichts machen. Wir schauen uns mal hier nochmal ein bisschen um. Das ist die Redstone-Technik. Hä? Ist das so klein? Ja, ich sehe ja tatsächlich sonst gar nichts, okay? Strange, keine Ahnung. Was haben wir hier? Time Message. Was passiert hier? Gehen wir wieder runter. Okay, da passiert gar nichts. Hier haben wir, glaube ich, so einen Jump and Run.
Gott, Alter. Komm auf. Oh. Ey, ich bin so doof für sowas. Wow. Komm, rauf da. Ey. Mann, ey, das ist schon wieder so eine Scheiße. Okay, wir haben es geschafft. Ey, ich bin so schlecht in solchen Jump'n'Runs. Ich glaube, die Zeit ist aber gelockt, oder? Ja, ich glaube, die Time... Also Zeit ist... steht still. You're starting the intro, you're... to get out of... Okay, wir müssen hier raus. Hä? Okay, jetzt sind wir teleportiert worden. Komm wieder zurück. Okay, was passiert jetzt? Ja, jetzt ist der Dialog vorbei. Aber ich glaube, es passiert nichts. Dann trinke ich erstmal was. Okay. Ja, wir wurden weiter teleportiert. Es scheint anscheinend hier auf der Map mehrere Abschnitte zu geben. Oh Gott. No way, Alter. Jump and run, Alter. Wow. Und das mit einer mechanischen Tastatur. Oh Mann, das wird so laut. Ey Leute, ich hasse Jump'n'Runs. Ich bin super schlecht in sowas. Und dann die mechanische Tastatur, ey, die haut so rein. Okay, aber wir sind oben. Und? Und teleportiert. Können wir wieder zurück? Ich glaube nicht, ne? Passiert auch nichts diesmal. Doch, wir bekommen wieder eine Message. End. At last one. Das ist scheiße geschrieben und ich habe schon wieder dieses blöde Audiodialog-Kack da. Okay, aber. Oh nein, fucking Laber. Rind, Alter. Oh, so kann ich das Ganze besser absolvieren. Ha! Trick 17. Und wir wurden schon wieder teleportiert. Present Time. Aha. Okay, können wir hier wieder den Dialog auslösen? Nein, diesmal nicht. Und weitere Jump'n'Run-Geschichte. Juhu! Ah! Autsch!
ich mich gerade erschreckt. Ich dachte, da wäre irgend so ein Mob. Oh, guck mal hier. Tolle Reflexion vom Shader. Nice. Oh nein! Was ist mit dir los? Der arme Steve. Er hat sich erhangen. Eine Kiste. Und einen Toten. Was hat das zu bedeuten? Wie cool das aussieht mit den Shader. Wir können hier doch nicht hoch. Schade. Junge! Das ist doch viel zu krass für mich als Noob. Leute, wir machen das bis wir Film 10 Minuten haben. Ansonsten werde ich Trick 17 anwenden. Sonst wird das hier nichts. Wir sind jetzt bei der Aufnahme bei 12 Minuten. Das heißt, wenn wir 15 Minuten haben, spätestens 3 Minuten, werde ich ja meine Sonderkraft einsetzen. Weil ich bin echt zu dumm für sowas. Wow, guck mal, ich schaffe es nicht mal hier zu springen. Geht das denn nicht? Oh Mann, ey. Der Affe springt nicht. Oh Mann, ich drücke die ganze Zeit auf Shift. Wenn ich mit Shift versuche zu sprinten, dabei muss ich ja Doppel-W bzw. Steuerung drücken, um hier zu sprinten. Okay. Huh. Hebel. Wir triggern lieber nach und nach. Oder ist das so ein Fuck-Rätsel? Oh, bitte nicht, Alter. Die ganzen Hebel hier durchprobieren. Und jetzt wird's spannend. Und jetzt haben wir hier einen neuen Knopf. Jetzt sind wir wieder zurück. Das ist unser Zuhause. Ja, da kommt schon wieder dieser Text. Nochmal drüber. Hallo.
Ja. Ja, Leute, das war's wohl schon mit der Map. Hä? Warte mal, da gehen wir mal hier, im LAN. Machen wir mal so ein LAN an. Könnt ihr mir gerne beitreten? Ach ne, wenn das Video kommt, ist das ja schon vorbei. Schade. Und dann Game Mode. Gehen wir mal Creative. Dann schauen wir uns das mal an. Also das ist dieser erste Raum. Mit einer bisschen Redstone-Schaltung bzw. Command-Blöcken. Wovon ich wirklich gar keine Ahnung habe. Redstone-Technik ist für mich schon komplett fremd. Und dann hier das. Das ist für mich komplett keine Ahnung. Wo ist das eigentlich? Ist das hier, warte mal, F3? Das ist so eine Map mitten im Nirgendwo, ne? Wir können hier hoch. Aber das ist eine Empty World. Ja, scheint so eine unendliche Welt zu sein. Wo nirgendwo was ist. Wir sind hier Koordinaten. Ja, relativ Spawn-Bereich eigentlich. So, fliegen wir mal da nach hinten. Gucken, ob bei 1000 oder so irgendwann mal was kommt. Hier ist dieses andere Teil und da kommt noch ein bisschen Text. Irgendwie checke ich das Ganze nicht so. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu doof dafür. Aber gut. Wir fliegen noch mal ein bisschen weiter. Aber ich glaube, hier kommt tatsächlich nichts. Egal, wie sehr wir hier weit wegfliegen. Aber die Minecraft-Mucke kommt. Ja. Ne, hier scheint wirklich nichts zu kommen. Lassen wir mal die X-Variante auch auf 1000 gehen. Dann sind wir bestimmt 1000 mal 3500 oder so. Oder mal 3000 oder sowas. Oder kurz davor, was weiß ich. Aber es sieht wohl sehr, ja, schlecht aus.
So, Leute, jetzt sind wir bei Z1000 und fast. Ne, bei X1000, bei fast 3000, bei Z. Jetzt sind wir drüber, aber irgendwie wirklich passieren tut hier nicht. Ja, weiß nicht. Was soll ich von der Map halten? Keine Ahnung. Irgendwie komisch. Hier passiert nichts. Es ja, ich habe gedacht, hier noch ein Kampf oder ich hätte Mobs einschalten müssen. Weiß ich nicht. Ja. Interessante Map. Ich bin irgendwie zu doof dafür. Ich glaube, ich schaue mir sie gleich mal auf YouTube an. Dann gucke ich mal, wie man sie hätte eigentlich spielen müssen. Ja, beziehungsweise wenn ich dazu ein Video finde, ja, dann werde ich es dementsprechend auch ganz oben in die Beschreibung packen. Wie gesagt, alle Links werde ich euch in die Beschreibung packen, wie immer. Und tja, ich hoffe, dass ich irgendwann mal wieder, ich glaube, die 19. Folge wird auch noch eine Special-Folge und dann ab Folge 20 geht's weiter mit den tatsächlichen PewDiePie-Map-Folgen. Ja, Leute, nichtsdestotrotz, das Ganze war's mit dem Video. Ja, ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr weiterhin auf diesem Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ja, ich bin mit raus. Ciao, Leute.